Ein Sportwagen auch für die Familie. Der Mercedes AMG GT Viertürer bietet Platz und fällt auf der Straße auf. Er wurde gestern Abend im Autohaus Cottbus am Seegraben vorgestellt. Das Auto ist das jüngste Mitglied der AMG GT-Familie und bietet für Sales Coach Jörg Dehne ein neuartiges Fahrgefühl. Das Fahrzeug hat jetzt den großen Vorteil, dass ich die, ich sag mal, die Allrad-Thematik einer E-Klasse mit dort drin habe. Ich habe die Erfahrungen und alle Vorteile einer GT-Baureihe in diesem Fahrzeug halt mit dabei, was das Fahrzeug halt äußerst fahragil macht. Hintergrund eigentlich in dem Falle, dass wir halt eigentlich von der Entwicklung her aus dem Supersportwagen gekommen sind, um dann halt den Komfort, also Alltagstauglichkeit in das Auto mit reinzustecken. Und das ist speziell das, was wir halt natürlich in der Fahrdynamik bei dem Fahrzeug extrem erleben werden. Cabrio-Feeling im Gelände. Das gilt für den neuen GLE. Das große Schiebedachfenster sorgt für einen Panoramablick. Den können bis zu 7 Personen genießen. Im großen Kofferraum kann eine weitere Sitzreihe eingebaut werden. Und das ist nicht das Einzige, was Verkaufsleiter Marco Königs überzeugt. Die Stärken sind aber, sie können sowohl im Gelände als auch auf der Straße fahren mit diesem Fahrzeug. Das ist kein klassischer Geländewagen, ja, aber er zeichnet natürlich aus, das SUV-Verhalten, das ist ja das, was heutzutage ja noch immer so ein bisschen im Trend liegt, ja, die etwas höhere fahren, ja, das etwas kompaktere fahren, ja. Aber er vereint natürlich nicht nur, wie schon gesagt, dieses kompaktere Fahren, sondern auch den Komfort, die Sicherheit, ja, und die Agilität eines Geländewagens. Der Fahrer wird vor allem vom Cockpit begeistert sein. Über Sprachsteuerung können die Bedienelemente wie das Navi dirigiert werden. Modern und elegant, das gilt auch für das Gebäude vom Autohaus Cottbus in der Paul-Greifzu-Straße. Das wird general überholt. Architekt Professor Ralf Rüdiger Sommer hat die genauen Pläne. Es gibt natürlich im Laufe der Zeit neue Bedürfnisse, die sagen wir, befriedigt werden sollen. Ich hatte ja in meinem Vortrag erwähnt, dass Touchscreens, Visualisierung, Hightech den Verkauf bestimmen werden. Darauf sind wir natürlich eingegangen. Es gibt auch modernes Design. Das muss fortschrittlich sein, das muss in die Zukunft gedacht sein. Und das haben wir versucht, in diesem Autohaus umzusetzen. Der Umbau startet im Januar. Die Kunden brauchen auf die neuen Autos nicht so lange warten. Der GLE ist ab Samstag im Autohaus Cottbus in den Filialen Finsterwalde und Lübben erhältlich. Der Mercedes AMG kann ab Juli ausgefahren werden.